Es liegt zwar an Ü60, was jetzt kommt, die Frage, soll man sich das alles noch antun? 42 Jahre Star Wars, Leia, ach wie die da geheißen haben, ne? Zum Schluss jetzt Kylo, die neue Ordnung, Frage, soll man sich das eigentlich noch zumuten, Cosplay, ich sitze halt auch vor dem Falken von De Augustini, der mir 1600 Euro gekostet hat. Ich sitze davor, lustlos, soll ich bauen, soll ich nicht bauen. Ja, man arbeitet ja hart und es war schön und gut, wenn so ein Falke dann irgendwann da steht, schön zusammengeschraubt und wenn der dann auch so funktioniert, wie er funktionieren soll. Und dennoch, 2020 frage ich mich wirklich, soll ich mir das antun, cosplayen oder nicht cosplayen, ne? Ja, sammeln, nicht sammeln, sind ja wieder viele Sachen auf dem Markt mit dem Namen Kenner, ja, da weiß man gar nicht, ist es jetzt das wirkliche Kenner oder ist das dieses Repro-Kenner, also man versucht uns ja viel Geld aus der Tasche zu ziehen mit dem Namen Star Wars, ich weiß es nicht, also zu Edge, Galaxy Edge werde ich wohl auch nicht hinreisen, Amerika, das ist mir alles zu aufwendig. Jetzt kommt man nicht mit Ü60, ältere Leute haben keinen Bock, ältere Leute reisen ja unheimlich gerne, ja? Also so ist es ja nicht. Aber irgendwie liegt es aber auch an heute, heute ist das Wetter ein bisschen anders, nur 19 Grad, 17 Grad, ziemlich dunkel alles, Regen fällt nicht, aber wir hatten jetzt nonstop bis zu 40 Grad. War also sehr heiß das Ganze, ne? Da kommt jetzt Besuch, keine Ahnung. Ich hänge mal ein. So, der hohe Bildungsgrad, den man genossen in so vielen Jahren und auch sich Mühe gegeben mit Star Wars sich abzugeben. Hallo, Grüße. Morgen. Morgen. Was klar? Ich arbeite dran, ja. Da geht's los. Ja. Auf. Zum einen ist ja Star Wars vielfältig, ne? Hier unsere Sabine Wren aus Rebels, sie war aus Rebels, vielleicht kommt sie ja auch irgendwann mal ins Fernsehen, also wird lebendig, ne? Mal schauen. Also wie gesagt, man fragt sich schon, ob man nicht aus diesem ganzen Star Wars Sammel und Cosplay aussteigen soll. Wie gesagt, hat nichts mit Ü60 zu tun. Das sind halt so Überlegungen. Kann schon doch sein, mit Ü60 wird man irgendwie anders. Ruhiger. Man wird ruhiger, man weiß, dass man an sich nur lebt, für Rechnungen zu zahlen. Dazwischen erzeugt man wieder Rechnungen, weil man ja irgendwie sowas haben möchte. So eine Figur kam mal richtig Geld. Jetzt bekommt man die hier schon, glaube ich, nachgeworfen. Ja, ist halt so. Einige Figuren bei Star Wars bekommt man, wenn man Glück hat, schon auf 1 Euro. Andere muss man leider immer noch 1000 Euro. Ich hätte letztens eine Roger-Roger-Figur für 9,90 Euro verkauft und habe dann nachgesehen. Heute kostet diese selbe Roger-Roger-Figur aus dem Hause Kenner, ganz groß Kenner, 49,95 €. Also kann ich nicht zurückkommen, möchte ich auch gar nicht, weil an so einem Roger-Roger ist ja nicht viel dran. Ne? So ein Skelett da, ne? So ein, mehr ist das ja nicht. Ich habe ja da noch. Hallo. Es prallen schon Welten aufeinander. Ne? So, hier haben wir unsere Rey, die halt in E9 sich auch verabschiedet. Mit einigen Stars ja schon unterhalten, dass die nicht mehr im Jahr 2022 oder in Disney Plus auftauchen. Vielleicht kommen sie ja irgendwann mal zurück, aber sie sind halt jetzt verbraucht und sie sind halt durch die 3x3 durch. 9 erhalten wir. Man hat schon mal gehört von 12, aber 12 wird wohl durch die Zwischenpendants irgendwann mal zusammengestellt sein. Auf eine Art fehlt ja noch Darth Vader, also Black Door, also der schwarze Lord, ne, Black Lord. Ja, Han Solo 2-3 wäre nicht schlecht. Mit dem richtigen Regisseur direkt von vornherein. Gut durchdachtes Skript, Dramaturgie und Action könnte man natürlich Han Solo 2 und 3
vielleicht sicherlich noch auf den Weg bringen. Wir müssen jetzt abwarten, was Game of Thrones Darsteller bzw. Regisseure von Game of Thrones auf den Weg bringen werden mit ihrer Trilogie da 22, 24, 26, die dann ins Kino kommen. So, die neuen kommen am 18. Dezember im Kino, auf Deutsch gesagt ist der 19. aber auch egal, weil es nur früh ist, nach 0 Uhr ist der 19. Ist also totaler Quatsch, aber egal. Jedenfalls kommt am 18. um 0 Uhr ja, halt ins Kino und dann am Donnerstag um 19 ist es dann soweit, kann jeder ins Kino mit Star Wars 9 und sich verabschieden von allem. Wir müssen uns natürlich überraschen lassen, weil so viel hat man ja noch nicht durchsickern lassen. Wir müssen halt noch zum Super Bowl warten und beim Super Bowl kommt es ja dann. Ja, manchmal lebt man nur für Rechnung. Ja, ist halt so. Hallöchen! So, vor Ort sprechen wir jetzt nicht so von Star Wars. Wir hatten natürlich, wie gesagt, Besuch, der da sehr viel holen möchte. Aber dennoch haben wir gerade online gesprochen über Figuren, Sammeln. Hier in Deutschland hat es ein bisschen zurückgezogen, das Ganze. Es werden auch nicht mehr alle Figuren gesammelt. Mir haben diese Figuren damals gefallen. Ich war froh, dass ich sie jetzt mal bekommen habe. Wie gesagt, Wert haben sie nicht. Mittlerweile gibt es sie, wenn man Glück hat, schon für 5-3 Euro. Ja, auf irgendeinem Rampel-Tisch da, irgendwo bei Toys R Us. Die schmeißen die dann raus, wenn man Glück hat, sogar für 1 Euro. Ist halt so. Star Wars ist jetzt nicht mehr so die Sammelware, wie es mal war unter Kenner. Ich habe natürlich hier sehr viele Sahnestücke, die verkauft wurden, weil es Kenner war, ist klar. Aus 79, 99, überwiegend 99, die sind alle weg, alle weg. Da ist vielleicht ein Teil noch da und ein loses Teil ist sicherlich noch da, aber da rennt jetzt keiner hinterher. Da muss man wirklich innerlicher Fan sein und sagen, will ich haben, komm, ein Zehner und weg oder drei oder keine Ahnung. Ja, jedenfalls diese Teile bekommt er ja durch Amazon und bei Amazon und eBay hat sich das Ganze ja sehr stark verschoben. So, ich wie gesagt bin auch so ein bisschen Star Wars müde. So, bin jetzt auch nicht mehr so hinter Star Wars her wie früher. Man philosophiert leider auch nicht mehr und wenn in Hamburg, ja, also von hier aus per E-Mail wird dann in Hamburg ein bisschen philosophiert, drüber gesprochen. Aber wie gesagt, die sind halt auch nicht mehr so unterwegs. Sie kaufen sich vielleicht mal einen teuren Helm oder warten halt, dass sie irgendeinen Gegenstand, wo sie jahrelang sich für interessiert haben, für ein Drittel dessen, was es damals gekostet, sagen wir mal 599, kostet jetzt 199, dann sagt man, jo, nehme ich mit. Na? Ja, wie gesagt, ich hatte ja das große Vergnügen, die 100 Tüten bekommen zu haben von De Augustini, der Falke. Nur nicht so richtig Lust, bei diesem Wetter da rumzuschrauben, ist also nicht so, ne, dass man da hinterher wäre. X-Wing haben wir ein bisschen Pech, die hinken da ein bisschen hinterher. Kommen da irgendwie nicht klar, schicken uns ja, irgendwelche Daten. Wir bezahlen auch alles, aber nachher heißt es, nö, die Nummer ist nicht bedient. Sag ich, hallo, hier ist die Nummer. Nö, wir haben andere Nummern. Ja, wie, ihr habt andere Nummern. So ist der Augustini, ja. Die schicken da irgendwelche Halbnummern oder fehlerhafte Nummern. Wir kennen das nicht, wir wissen das nicht. Wir bezahlen, wir können auch nachweisen, dass die Ware bezahlt worden ist. Ja, wenn man 10 Tüten hat, hat man also auch 10 mal bezahlt, also ist die Sache für uns erledigt. Und wenn die da irgendwelche Schwierigkeiten haben in ihrer Buchhaltung, können wir nichts dafür. Passiert schon. Mittlerweile ist uns aufgefallen, im Jahre 2019 ist bei einigen Buchhaltern und Buchungen geht es da drüber und drunter. Man kann da also nicht anfangen zu lachen, was sie da treiben, aber ist halt so. Es gibt zum Beispiel welche, die geben dir jetzt die Rechnung, ist der 4. Ja, am 6. bezahlst du und am 12. hast du schon eine Mahnung, weil du nicht bezahlt hast. Also alles schon mal ein bisschen merkwürdig. Ja. Oder buchen nicht richtig ab oder buchen ab, wann sie Lust haben.
halten die Termine nicht ein. Also ist uns schon aufgefallen, dass es 2019 so überhand genommen hat. 2019 ist jetzt gerade mal 7 Monate alt, aber in den 7 Monaten haben wir also mehr Ärger gehabt wie jemals zuvor. Wie gesagt, auch die Interesse bei Star Wars ist im Jahre 2019 richtig gesunken. Leider durch 2018, bedingt dadurch, dass Solo gefloppt ist, aber nicht nur Solo ist gefloppt, sondern auch E8 war ja gefloppt. Ne? Also E8 war gefloppt und Solo war gefloppt. Weil man, so richtig gefloppt ist es nicht. Man hat es gemocht, man hat es gesehen, man hat es sich angesehen. Gut, wenn man einmal darauf aufmerksam gemacht wurde oder man sich selber aufmerksam war, was ist denn da, was geht denn da, Schnitt, also ganz viele Schnittfehler und so. Aber egal, in E9 prügeln die beiden sich, Kylo und Rey, ja noch einmal. Das hat man ja so schon gesehen, das wurde uns ja auch schon gezeigt, wo sie sich da prügeln. In diesem Wasserbecken, was man da gebaut hat, was das, wie das nachher aussehen wird, wissen wir ja noch nicht. Na, aber jedenfalls kämpfen sie dann in Wasser. Es wird Regen, keine Ahnung, was sie sich da vorstellen. Jedenfalls hauen sie sich da gegenseitig mal so richtig wieder. Rey gegen Kylo, Kylo gegen Rey. Wer da siegt, weiß keiner. Es werden ja auch Wetten abgeschlossen, wer überlebt, wer nicht überlebt. Jedenfalls definitiv für die Schauspieler ist es so gut wie zu Ende. Ja, es kommen halt neue Schauspieler. Ja, sie hat ja auch nicht lange überlebt, ja, auf Jakku. Und Jane Erso, ja, Jane Erso, ja, ist halt so. Vielleicht gibt es irgendwelche Serien. Ach, warten wir ab. Ich mache jetzt Cut. Ich wünsche mir 2020, dass es wirklich gut wird, dass wir da richtig Spaß haben und dass Star Wars vielleicht wieder so ein bisschen aufflimmt. Vielleicht, dass es dann endlich funktioniert, 22, 24, 26, durch das neue Star Wars. Oder also, oder es wird begraben, eins von beiden. So richtig genau, weiß man es nicht. Ja, servus. Ja, grüße. Die Ehre.